Eine weitere Folge von Let's Play Carter beginnt und wir haben gerade richtig Probleme, weil hier wieder so ein großer Schläger dabei ist und ich werde hier mal auf jeden Fall gleich die Heilungsverstärkung einfügen. Bedienen! Und ein Implantat können wir jetzt auch noch hinballern. Vielleicht werde ich die Verteidigung jetzt ganz gut. Oder ich mache nochmal Schaden. So, wie machen wir das jetzt am besten? Laufen wir einfach durch? Ich möchte nicht gegen so einen heftigen Hämmerer kämpfen. Ich laufe durch. Tschüss. Tschüss. Oh, verdammt, falsche Richtung. Da ist der Ausgang. Ja. Der eine ist schon wieder gefallen. Bitte nicht nochmal. Bitte, 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 ja! Summerby ist ein idyllisches Dorf außerhalb Westerpfalz. Mehrere prominente Bürger von Solzeit machen dort Urlaub. So, wir müssen mit Ulf definitiv zum Onkel Doktor. Was war das denn eben? Bosse, ich hoffe bei Zayda, dass ihr die Truppe seid. Die Truppen seid. Natürlich sind wir das. Es tut uns leid, dich zu enttäuschen, aber wir sind nur hier, um mit David Brumhorn zu sprechen. Warum? Worum geht es? Begebt euch in die Schweinehundgruben und rettet unsere Leute. Wenn ihr zu spät kommt, um meine Brüder zu retten, bringt bitte seinen Leichnam zurück. Natürlich sind wir das. Na gut. Zero sei Dank, unsere Leute wurden hinunter in die Schweinehundgrube gezogen. Ihr müsst sie retten, bevor es zu spät ist. Schweinehundegrube, sagt ihr. Ist das weit? Und wen werden wir dort vorfinden? Gibt es eine Belohnung? Erstmal das. Es ist nicht sehr weit. Ihr findet dort die zwielichten, dreckigen Grobianer, die uns überfallen und unsere Bevölkerung mitgeschleift haben. Geht und holt sie zurück, bevor es zu spät ist. Gibt es dafür eine Belohnung? Aha. Was? Belohnung? Seid ihr nicht die Verstärkung aus Westerfall? Eigentlich eher nicht. Hä? Das seid ihr nicht? Aber... Das habt ihr gesagt, was soll das? Ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch. Wir sind nur hier, um mit David Baumhorn zu reden. Wenn es eine Belohnung gibt, werden wir uns um das Problem kümmern. David ist mein Bruder und er ist unter den Entführten. Ihr müsst ihm und dem Rest der Leute helfen. Frederick Wester wird euch für solche Tat sicher großzügig belohnen. Es wartet eine Belohnung auf uns und die Chance, mit David zu sprechen. Ich schätze, wir sind dabei. Das ist die beste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Oder die besten Nachrichten. Geht zu dem Schweinehundgraben und befreit meinen Bruder und den Rest unserer Stadtbevölkerung aus den Fängen der ruchlosen Banditen. Gut, wir haben es verstanden. Das kriegen wir jetzt eh noch nicht hin. Dazu sind wir viel zu schwach. Erstmal lasse ich mich ja heilen. Zack. Kommt noch Kohle. 4000 nur noch. Wir hatten mal was. Oder wir hatten sogar 20. Hier ist sonst wirklich keine Sau mehr, ne? Toll, ey. Hätte ich mich doch mal besser ausgerüstet. Andererseits mit 4000 komme ich auch nicht mehr weit. Ich brauche auf jeden Fall eine bessere Waffe, bessere Ausrüstung und also, was haben wir eigentlich noch? Ein Medikit? Nee, aber ein Injektor. ...75 Trefferpunkte plus ein Schaden, dann nehmen wir das erstmal rein. Habe ich das jetzt fallen lassen? Ja. Ich bin ja auch ein Depp. Der dritte. Ein Flohmarkt. Mhm. So, die Waffe ist natürlich schön. 14. 33 bis 40 Schaden. Oh, die ist so teuer, verdammt. Also für einen Flohmarkt hat er ganz schnappige Preise. So, 11,8er. Dann nehme ich natürlich die 14,6er. Gnarf. Geben wir ihm die. Haben wir sonst noch irgendwas zu verkaufen? 15 Mörderwaffe. 10,3 Regulator. 11,4 Medikus.
So, die eine Upgrades könnte ich eigentlich dann fast verkaufen. Aber auch nur fast. So, und 2600 für ein nächstes Teil, das wir mitnehmen sollten, definitiv. Dann verkaufe ich die Dinger. Was denn noch? Ach, was soll's. Und dann nehmen wir, das ist ja nur Fokus. Intelligenz will ich nicht. Verteidigung und Ausdauer. Verteidigung oder Ausdauer? Nimm auf mal Verteidigung noch mit. Kann ich schaden. Hier gibt es nichts zu holen, können wir denn unseren anderen Charakter vielleicht noch ein bisschen aufwerten? Warum haben wir denn ihm noch gar nicht weitergegeben? Das sollten wir vielleicht tun. Oder auch nicht, ach keine Ahnung. Ich brauche mehr Kohle. Zack. Fertig. Versuch mal wieder nach Westerfall zu kommen. Nebenquest lasse ich jetzt mal. Oder wir gehen doch noch weiter zurück, um uns noch ein bisschen Kohle zu holen. Macht er gleich. Oh Gott. Na klasse. Immer wird man hier unterbrochen. Nee, man kann hier nicht in Ruhe zocken. Wieso nimmt er denn manchmal das nicht an? Kann ich das immer nur, wenn hier die Zeit vorüber ist, oder was? Weckt immer wieder auf. Das wird doch wieder nicht gut gehen. Wir müssen uns irgendwie so ein wenig. Oh Gott, nee. Vorbeischleichen. Boah, ich möchte mich fast eigentlich mich eher lieber zurückziehen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich komme hier rüber zurück. Die sind auf jeden Fall noch zu stark für uns. Hier ist Ramonas Hütte, okay. Das dürfte etwas leichter werden. Hoffe ich. Gefahrenstufe 5 ist auf jeden Fall nicht mehr 6. Jetzt
ist die Frage auch, wie ich überhaupt weitermache. Ich brauche auf jeden Fall Kohle, damit wir unseren Charakter dementsprechend aufbessern können. Ich möchte da jetzt nicht wieder mit Stufe 1 Implantaten arbeiten. Aber Stufe Geld bekommen wir auch nur durch das Töten von Gegnern. Und die Gegner bei Westerfall sind zu stark und werfen eben auch genauso wenig Kohle ab wie, oder genauso viel dann dementsprechend wie die normalen kleinen Gegner hier. Lohnt sich eigentlich fast gar nicht, gegen die zu kämpfen momentan. Vielleicht sollten wir uns mal einfach mal so einen Dungeon vornehmen und bis nach unten durchkloppen. Dann sehen wir ja auch, ob es da vielleicht was gibt für oder vielleicht sind die auch unendlich groß, keine Ahnung. Ups, ich glaube, die waren schon down. Noch einen Wald führen. Dann würde ich fast sagen, können wir, ach ne, ich will noch mal ein bisschen Kram verkaufen, dann gehen wir jetzt nach Normalm zurück und werden dann in der nächsten Aufnahmesession einfach mal so einen Dungeon erkunden und gucken, ob wir da tolle Sachen kriegen oder nicht. Ich werde dann auf jeden Fall so einen einfachen nehmen, weil wir da ja auch genug Kohle kriegen und relativ schnell durch sein müssten. Und wieder raus. Jetzt haben wir ungefähr, würde ich sagen, ein Drittel der Karte erkundet. Und noch längst nicht alles betreten. Sieben Krönchen, drei Krönchen, fünf Krönchen. Vielleicht ist die Rate doch woanders etwas höher, keine Ahnung. Und nochmal zurück. So, gucken wir mal, was wir verkaufen können. Hier glaube ich nichts. 3,8. Eine 6,4er. Ich glaube, das war's dann auch. Gerade mal 2300 an Kohle. Na super. Das wird noch richtig kacke, glaube ich, mit der Kohle. Na gut, machen wir erstmal wieder ein Aufnahme- und ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.